Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Soundqualität eurer Audioaufnahme verbessern könnt. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Video aufgenommen habt und dort die Soundqualität verbessern wollt, müsst ihr vorher das Video ins Audio trennen und dann könnt ihr das Audio einfach bearbeiten. So, ich habe jetzt hier schon mal eine Testaufnahme gemacht und die werden wir nachher bearbeiten. So, um das Ganze zu bearbeiten, brauchen wir Audacity. Das könnt ihr euch kostenlos auf Jib Online runterladen. Link dazu nochmal in der Videobeschreibung. So, dann brauchen wir noch das Plugin für Audacity, Noise Gate. Das könnt ihr euch auch kostenlos runterladen. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. So, als allererstes entpacken wir Noise Gate mit WinRAR. WinRAR oder 7-Zip könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das werde ich auch nochmal unten verlinken. Und dann machen wir Restkick drauf und gehen auf Entpacken nach Noise Gate. Beziehungsweise bei 7-Zip wäre das Ganze jetzt über 7-Zip dann hier entpacken. So, dann bekommen wir hier einen Ordner, Noise Gate. Machen wir einfach Doppelklick drauf und dort sind jetzt zwei Dateien drin. Einmal das Plugin und einmal eine Help-Datei. Die Help-Datei brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber ist ja egal. So, dann öffnen wir unseren Explorer. Und dort gehen wir dann auf unseren Datenträger C und gehen dann auf Programme, je nachdem, wenn ihr jetzt beispielsweise Windows 64-Bit habt, geht ihr auf Programmfiles x56. Dann gehen wir auf den Audacity-Ordner und dann auf Plugins. So, hier ziehen wir dann einfach ein neues Gate hinein. So, dann bestätigen wir das Ganze mit Fortsetzen und warten einfach. So, jetzt können wir beide Ordner schließen und die zwei Dinge können wir jetzt auch löschen. Jetzt öffnen wir Audacity. Okay, und jetzt können wir die Testaufnahme öffnen, indem wir entweder einfach auf Datei drücken, dann auf Öffnen und öffnen sie dann, oder wir können auch einfach die Aufnahme nehmen und dann in das graue Feld hineinziehen. So, als allererstes hören wir sie uns erstmal an. Das hier ist eine Testaufnahme. Und jetzt werden wir sie bearbeiten. Wenn ihr das Rauschen entfernen wollt, macht ihr einmal folgendes. Ihr markiert eine Stelle, in der nur Rauschen zu hören ist. Also ihr markiert sie einfach und da darf auch kein Klickgeräusch oder sonstiges sein. Einfach nur Rauschen. Das Ganze könnt ihr euch nochmal anhören, das Rauschen. Also die markierte Stelle, die mir sie einfach je nachdem markiert und geht dann einfach auf Play. Und wir hören schon das nur Rauschen. Jetzt gehen wir auf Effekt, dann auf Rauschentfernung und gehen auf Rauschprofil ermitteln. Jetzt markieren wir die ganze Aufnahme, indem wir einfach auf dieses Feld hier drücken. Dann gehen wir wieder auf Effekt, Rauschentfernung und da können wir die Einstellungen genauso machen wie hier. Das sind eigentlich so ziemlich gute Einstellungen, die könnt ihr aber noch ein bisschen verändern. Vor allem hier bei der Absenkung könnt ihr auch ein bisschen höher oder niedriger gehen, je nachdem was ihr wollt. Bei Rauschen müsst ihr Entfernen auswählen, um das Rauschen zu entfernen. Wenn ihr auf Freistellen drückt, dann wird das Rauschen freigestellt und eure Stimme wird entfernt, also sozusagen das Gegenteil. Hier können wir nochmal vorhören, das brauche ich jetzt nicht zu machen und okay. Jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an. Das hier ist eine Testaufnahme. Und wir hören schon, das Rauschen ist ganz weg. Ich kann nochmal die alte Aufnahme kurz hineinziehen. Und vorher hat es sich so angehört. Das hier ist eine Testaufnahme. So. Das können wir jetzt schließen. Jetzt gehen wir auf Effekt, dann auf Kompressor und machen die Einstellungen ungefähr so, wie ich sie hier habe. Grenzwert minus 12 dB, Nebengeräusche minus 40, Verhältnis 2 zu 1, Ansprechzeit 0,2 Sekunden, Abklingzeit 1 Sekunde. So, hier unten muss nur ein Haken auf der linken Seite sein und dann gehen wir schon auf OK. Jetzt wurde die Aufnahme ein bisschen lauter. Jetzt gehen wir wieder auf Effekt,
Dann gehen wir unten auf den Pfeil, drücken da so oft drauf, bis wir Noise Gate sehen können. Da gehen wir dann drauf und machen jetzt folgende Einstellungen. Hier oben können wir alles lassen, hier ist auch, und gehen hier unten auf minus 100, hier auf 20,7 und hier unten bei Attack gehen wir auf 1000 Millisekunden, dann auf OK und jetzt wurde er schon ein bisschen entfernt. Wenn Noise Gate nicht alles entfernen kann und ihr Stellen bemerkt, die sehr auffällig sind, beispielsweise hier, jetzt mal kurz markieren, dann könnt ihr das ganz einfach entfernen, indem ihr einfach die Stelle markiert. Dann geht ihr auf Erzeugen, Stille und drückt einfach auf OK. So. Jetzt markieren wir wieder alles und gehen auf Effekt. So, um das Ganze leiser zu machen, gehen wir jetzt mal wieder ganz hoch. Dann auf Bass und Höhen. Und bei Bass könnt ihr auch ein bisschen höher schrauben, damit sich die Stimme etwas besser anhört und nicht so hell. Bei Lautstärke könnt ihr ungefähr so minus 3,5 machen. Ihr könnt auch ein bisschen niedriger gehen, so ungefähr. Okay. Und ich glaube, das hier ist jetzt schon ein bisschen zu leise. Das hier ist eine Testaufnahme. Nein, geht eigentlich. So, dann gehen wir wieder auf Effekt, dann auf Normalisieren und drücken einfach auf OK. Das hier ist eine Testaufnahme. So, jetzt werde ich nochmal die alte Aufnahme kurz öffnen und dann können wir schon den Unterschied hören. So, vorher hat es sich so angehört. Das hier ist eine Testaufnahme. Und jetzt hört es sich so an. Das hier ist eine Testaufnahme. So, wir merken schon, der Unterschied ist ziemlich gut, also es hat sich sehr, sehr, sehr verbessert. So, jetzt werde ich euch noch ein paar Tipps geben, und zwar folgende: Wenn ihr jetzt die Aufnahme geöffnet habt und ihr wollt nicht immer eine Stelle suchen müssen, in der Rauschen ist, dann würde ich euch empfehlen, mit demselben Mikrofon, mit dem ihr das aufgenommen habt, so circa 20 Sekunden oder so Rauschen aufzunehmen. Zieht einfach beide Dateien hier hinein, dann geht ihr auf Rauschen und auf dieses Rauschen und markiert einfach alles. Indem ihr wieder auf dieses Feld drückt, dann auf Effekt, Rauschentfernung, Rauschprofil ermitteln. Und jetzt konnte Audacity ein viel besseres Rauschprofil ermitteln, da es mehr Daten zum Verarbeiten hatte. Jetzt markieren wir wieder die obere Spur, gehen auf Effekt, Rauschentfernung und OK. So. Wenn ihr jetzt mehrere Aufnahmen macht und wollt nicht immer dieselben Schritte durchführen müssen, dann könnt ihr einfach über Datei, Stapelverarbeitung bearbeiten gehen und könnt dann hier an der Seite auf Hinzufügen drücken. Hier oben dieses MP3 Conversion ist schon Standard, das könnt ihr einfach ignorieren, das könnt ihr aber auch nicht entfernen, hinzufügen. Und jetzt könnt ihr sowas eintippen wie Stimme verbessern oder sonstiges. So, dann machen wir Doppelklick auf Befehl. Okay, eher gesagt auf dieses Ende. Und dann machen wir die ganzen Schritte nochmal, die wir eben schon gemacht haben. Erst einmal Kompressor. Das hier ist jetzt alles auf Englisch. Hier ist der Kompressor, einfach Doppelklick drauf machen. Dann auf Parameter ändern. Und dann macht ihr dieselben Werte wie eben. Die sind hier schon eingestellt. Dann auf OK. Dann wieder auf OK. Und dann kommt der zweite Befehl. Wieder auf Ende drücken, Doppelklick. Und jetzt geht ihr auf Noise Gate. Noise Gate müsste hier irgendwo sein. Hier unten. Doppelklick drauf machen, Parameter ändern. Und dann macht ihr wieder dieselben Einstellungen wie eben. Dann auf OK. OK. Wieder auf Ende. Dann auf Bass in Treble. Hier wieder dieselben Einstellungen wie eben. Okay. Und dann auf OK. Dann wieder auf OK. Und jetzt könnt ihr das einfach auf dieses Projekt hier anwenden. Diese Rauschentfernung könnt ihr leider nicht in die Stapelverarbeitung mit reinnehmen. Das müsst ihr alles einzeln machen. So, das Rauschen haben wir jetzt schon entfernt. Jetzt markieren wir eben wieder die ganze Spur. Dann gehen wir auf Datei, Stapelverarbeitung anwenden
und wählen diese Stimme verbessern aus, je nachdem wie ihr das genannt habt. Dann auf aktuelles Projekt anwenden und dann wurde es angewendet. Das hier ist eine Testaufnahme. Und wir hören schon, viel besser als am Anfang. So, noch ein kleiner Tipp, und zwar, wenn ihr mit Audacity aufnimmt, könnt ihr hier unten an der Seite Projektfrequenz einstellen, in Hertz, das meistens so auf 44.100, das ist auch so der Standard, aber wenn ihr das Ganze höher stellt, habt ihr eine bessere Qualität. Beispielsweise, wenn ihr das auf 8.000 stellt, dann habt ihr eine richtig schlechte Qualität, und ich werde es mal kurz aufnehmen, damit ihr das Ganze hören könnt. Und jetzt werde ich mal mit 384.000 aufnehmen. So, das Ganze hört sich dann viel besser an und die Qualität ist auch viel besser. So, manchmal kann es sein, dass die Qualität so ein bisschen zu hoch ist und das Ganze nicht funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr hier die Qualität ein bisschen höher schrauben. Ich empfehle so circa 48.000 bis 96.000. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren und bis zum nächsten Video.